Über die Pharaonen im alten Ägypten ist viel bekannt. Archäologen enthüllten jetzt eine geheime Machtstruktur, geführt von Frauen. Diese Frauen hielten religiöse Zeremonien ab, im verbotenen Allerheiligsten ihrer wichtigsten Tempel. Im gesamten Königreich besaßen sie großen Einfluss. Es hieß, sie wären mit dem König der Götter verheiratet, dem Gott Amun. Im 8. Jahrhundert vor Christus galten die Gottesgemahlinnen des Amun als mächtigste Personen Ägyptens. Lange waren sie in Vergessenheit geraten. Vor kurzem erforschten Experten die heiligen Stätten und entdeckten die geheimnisvolle Quelle ihrer Macht. Vor dem Gesetz waren Männer und Frauen gleich. Neueste Untersuchungen belegen ihre politische und sexuelle Macht in den Tempeln der alten Ägypter. In den Ruinen der heiligen Stätten Ägyptens finden sich Beweise für eines der mächtigsten religiösen und politischen Ämter. Sie liegen verborgen in den geheimnisvollen Grabmälern am Westufer des Nils. Die Theben-Nekropole ist einer der ältesten und größten Friedhöfe der Welt, mit Gräbern aus allen ägyptischen Dynastien. Das Grab TT49 aus dem Jahr 1320 vor Christus darf nur zu Forschungs- und Restaurationszwecken betreten werden. Farbenfrohe Gemälde schmücken die Wände. Einige zählen zu den aufwendigsten Gemälden Ägyptens. Doch sie liegen unter jahrhundertealtem Schmutz und Ruß. In diesen Grabkammern haben Menschen über mehrere Jahrhunderte gelebt, mit Feuerstellen, um zu kochen. Durch die Öle, die sie verwendeten, wurden die Wände und Decken von einem schwarzen, fettigen Film überzogen. Es war schwer, die Wände zu reinigen. Um ein Haar hätte der Ruß die Abbildungen für immer zerstört. Mithilfe modernster Lasertechnik legte ein internationales Team von Restauratoren die Wandmalereien und Dekorationen frei. Mit erstaunlichem Ergebnis. Die antike Darstellung der berühmtesten heiligen Stätten Ägyptens, der Tempel des Amun-Re und die Karnak-Tempel. Sie entstanden 2000 vor Christus. Hier sind sie noch voller Leben. Im Inneren eines Tempels wird eine religiöse Zeremonie abgehalten. In den umliegenden Feldern bestellen Bauern die Felder und hüten Vieh. Die Restauratoren haben ein Wunder vollbracht. Man erkennt jetzt auch kleinste Details in den wiederhergestellten Wandmalereien. Eine Meisterleistung. Das Gemälde beweist einen außergewöhnlichen Umstand. Die Karnak-Tempel galten nicht nur als heilige Stätten. Das umliegende Gebiet war auch eine wohlhabende Wirtschaftsmetropole. Manche Darstellungen zeigen Priesterinnen, die Opfergaben tragen. Frauen genossen in Karnak hohes Ansehen. Hier sind sie mit dem Besitzer des Grabs, Neferhotep, zu sehen,
dem ersten Schreiber des Amun. Die aufwendigen Grabmalereien sind ein Zeichen seines Reichtums. Trotz seines gesellschaftlichen Ansehens hatte er nicht das Sagen in Karnak. Eine andere Kultstätte in der Theben-Nekropole zeigt, wer verantwortlich war für die wohlhabende und florierende Tempelanlage. Eine steile Treppe führt in den Untergrund eines weiteren geheimnisvollen Grabmals. Es gehört Pabasa, dem Nachfolger Neferhoteps als Beamter in Karnak. Bei genauerer Betrachtung der Wandgemälde stießen die Experten auf Erstaunliches. Pabasa war nicht federführend in Karnak. Auf diesem Relief steht er ehrfürchtig hinter seiner Vorgesetzten, die den Göttern eine Opfergabe überreicht. Diese Hieroglyphen beweisen, dass diese Frau Karnak und seine Gelder verwaltete. Sie hatte eine der wichtigsten Positionen Ägyptens inne. Sie war die Gottesgemahlin des Amun. Die Ägyptologin Mariam Ayat hat viele Jahre lang die vergessene Geschichte dieser Frauen erforscht. Sie dienten Amun in dessen Tempel. Sie waren nicht nur Priesterinnen, sondern auch die Ehefrauen des Gottes Amun. Sie standen an der Spitze der Geistlichen in Karnak. Mit einer großen religiösen Bedeutung. Sie waren Königinnen oder Prinzessinnen, besaßen also einen königlichen Hintergrund. Sie waren finanziell unabhängig. In den Hieroglyphen als auserwählter Ort beschrieben, galt Karnak als das spirituelle Herz Ägyptens. Der Tempelkomplex wird von einem Bauwerk dominiert: dem Tempel des Amun-Re. Die Vereinigung Amuns mit den Göttern Re und Min. Die Erbauung der Anlage begann 2000 vor Christus unter verschiedenen Pharaonen. Die riesigen Säulenhallen und Innenhöfe sind getrennt von Prozessionsgängen. Die Halle war einem der wichtigsten Götter der alten Ägypter gewidmet: Amun. Für die Pharaonen in der nahegelegenen Stadt Theben galt er als König der Götter, verantwortlich für Wind und Fruchtbarkeit. Für die Menschen der Antike war er ein Schutzgott vor fremden Angreifern. Amun sorgte für Sicherheit, Fruchtbarkeit und Wohlstand. Die wichtigste Aufgabe der Gottesgemahlinnen war das irdische Wohlergehen des Amun. Die Ägypter glaubten, dass er den Himmel verließ, um das Allerheiligste seines Tempels aufzusuchen. Dort brachte ihm seine Gemahlin Nahrung und andere Güter. Als Gegenleistung würde er weiterhin für Ägyptens Schutz und reiche Ernten sorgen. Als oberste Priesterin regierte die Gottesgemahlin über ein riesiges Machtzentrum, den Karnak-Tempel. Man kann den wirtschaftlichen und religiösen Status der Gottesgemahlin am besten mit dem Papst im Mittelalter vergleichen. Auch dieser verfügte über große weltliche und religiöse Macht. Im Tempel des Amun-Re, im Zentrum Karnaks, hielt die Gottesgemahlin heilige Zeremonien ab, die das Überleben Ägyptens sicherstellen sollten. Um mehr über die Hintergründe dieser Rituale zu erfahren,
erforschte Mariam Ayad Karnaks Kultstätten. Eine der charakteristischsten ist die elegante rote Kapelle. Ihre Wände sind mit faszinierenden Darstellungen überzogen. In einigen Szenen erkennt man, wie die Gottesgemahlin an Ritualen im Tempel teilnimmt. Auf dieser Tafel wird sie auf ihren Besuch im Tempel vorbereitet. Die wellenförmige Linie symbolisiert das Wasser, mit dem sie übergossen wird. Sie unterzieht sich einer rituellen Reinigung. Sie steht in einem flachen Wasserbecken. Ihre Haare hängen vornüber und werden gewaschen. Eine Reinigung ist vor einer religiösen Zeremonie unumgänglich. Erst danach darf die Gottesgemahlin das Allerheiligste des Tempels betreten. Bislang war dieser verbotene Bereich nur dem Pharao und Hohepriestern vorbehalten. Dass der Gottesgemahlin Zutritt gewährt wurde, war ein Zeichen ihrer wachsenden Macht. In ihrer religiösen Bedeutung kam die Gottesgemahlin direkt nach dem Pharao. Eine Priesterin hatte jedoch noch höhere Ziele. Sie wollte nicht nur in Karnak leben. Sie wollte Königin werden. Nördlich von Theben steht ein mächtiges Bauwerk. Der weitläufige Tempel von Dir el-Bahari. Die Nekropole liegt am Fuß hoher Sandsteinfelsen und erstreckt sich über drei Terrassen. Verbunden durch lange Rampen, getragen von Reihen mächtiger Säulen. Die Landschaft wirkt kahl und ausgetrocknet. Doch früher war die Nekropole von üppigen Gärten umgeben. Ein von Sphinxen gesäumter Weg führte zum Tempel und zu den Gärten mit Myrrhebäumen. Mit seiner Größe und Pracht kann es der Totentempel fast mit den Pyramiden aufnehmen. Doch im Gegensatz zu den Pyramiden wurde Dir el-Bahari nicht für einen männlichen Pharao gebaut. Eine Frau hatte ihn in Auftrag gegeben. Eine Gottesgemahlin des Amun. Ihr Name Hatschepsut. Ihre Geschichte ist außergewöhnlich. Als Tochter des Pharaos Thutmosis I. wurde sie früh auf ihre Rolle als Gottesgemahlin vorbereitet. Bereits als junge Frau führte sie das Amt erfolgreich aus. Sie gewann wertvolles Wissen über die heiligsten Zeremonien und religiöse Aufgaben. Es war die perfekte Vorbereitung auf ihre spätere, weitaus mächtigere Position. Als Gottesgemahlin war sie für die Versorgung der Göttin Maat verantwortlich. Sie symbolisierte Gerechtigkeit, Weltordnung und Wahrheit. Werte, denen sich auch der Pharao verschrieb. Hatschepsut verwaltete das Vermögen von Karnak und beschäftigte viele Menschen. Sie war für deren Lebensunterhalt verantwortlich und hoffte bei ihrer späteren Machtergreifung auf deren Unterstützung. Eines Tages sah sie ihre Chance gekommen. Vor Christus ergab sich die erste Gelegenheit. Sie heiratete den Pharao Thutmosis II. Doch Thutmosis II. War kränklich
Nach einer Regierungszeit von nur 3 oder 4 Jahren starb er. Nachfolger war sein unmündiger Sohn Thutmosis III. Hatschepsut trat die Regentschaft anstelle des kindlichen Thronfolgers an. Doch sie war unzufrieden mit ihrer Rolle als Übergangsregentin und erklärte sich selbst zum Pharao. Über die Reaktionen ihrer Untergebenen ist nichts bekannt. Aber der Bau des mächtigen Totentempels zeigt, dass sie sich schnell in ihrer neuen Machtposition behauptete. Dir el-Bahari ist ein überwältigender Beweis für die ruhmreiche und blühende Herrschaft des weiblichen Pharaos. Die Bilder auf den Grabwänden erzählen von Expeditionen in ferne Länder, die Hatschepsut beauftragte. Ihre Untergebenen sollten Setzlinge von Weihrauchbäumen mitbringen. Myrrhe und Weihrauch waren sehr wichtig für die Tempelrituale. Hatschepsut hatte viele erfolgreiche Expeditionen in den Südosten geschickt. Inzwischen wuchs der junge Pharao Thutmosis III. Heran. Hatschepsut wusste, dass er die Macht ergreifen würde, sobald er alt genug war. Sie musste ihre Position als Herrscherin festigen und glich ihr Äußeres an das Abbild eines Pharaos an. Sie verwandelte sich in einen Mann. In einer Szene ihrer frühen Herrschaft, an einer Wand der Roten Kapelle in Karnak, ist sie als Frau zu sehen. Spätere Darstellungen beweisen eine dramatische Verwandlung. Statuen des Pharaos Hatschepsut säumen die oberste Terrasse von Dir el-Bahari. Die junge Frau, einst Gottesgemahlin des Amun, war Vergangenheit. Jetzt glich sie dem Abbild eines männlichen Herrschers. Mit abgeschnürten Brüsten, einem umgebundenen Pharaonenbart und Kopfbedeckung ist sie in Gestalt des Gottes Osiris zu sehen. Eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Von einer Prinzessin zur Gottesgemahlin, zum Pharao, über Ober- und Unterägypten. Im alten Ägypten konnte auch eine Frau alles erreichen. In der Öffentlichkeit kleidete sie sich wie ein Mann, doch hinter den Kulissen blieb sie eine Frau. Zu Hatschepsuts Zeit als Gottesgemahlin war ihr höchster Beamter in Karnak ein Architekt namens Senenmut. Als Pharao beauftragte sie Senenmut mit dem Bau des Totentempels Dir el-Bahari. Es gibt Hinweise, dass sie eine Beziehung unterhielten. Eine Tafel aus der 18. Dynastie beschreibt Senenmut als den Mann, der sich um alle Freuden des Königs kümmerte. Hatschepsut waren sinnliche Genüsse nicht fremd, auch in ihrem spirituellen Leben. Als Pharao inszenierte sie religiöse Feste, voller Exzesse, Trinkgelage und Sex. Forscher untersuchten das Grab TT49 in der Theben-Nekropole. Dabei stießen sie auf Beweise für diese mysteriösen Feste. In der Eingangshalle legten Restauratoren eine beeindruckende Serie von Bildern frei. Die Ägyptologin Betsy Bryan kennt die Bedeutung der Bilder. Sie zeigen ein religiöses Ritual der alten Ägypter, das Bastet-Fest oder
das schöne Fest der Trunkenheit. Das Betrunkensein war das Ziel und alles andere als peinlich. Man wurde dazu ermutigt, weil es Teil des Rituals war, um Zugang zu den Göttern zu bekommen. Doch Betsy Bryan ist auch aus einem anderen Grund an den Wandgemälden interessiert. Südlich des Amun-Re-Tempels stehen die Ruinen des Tempels der Göttin Mut. Die Ägyptologin Betsy Bryan hat dort 2001 archäologische Ausgrabungen geleitet. Sie entdeckte dabei die Überreste einer Anlage. Die Hieroglyphen lassen auf eine Kultstätte schließen. Erbaut vom weiblichen Pharao Hatschepsut. Wir sind in 2 Meter Tiefe auf ein Areal von Säulensegmenten gestoßen. Sie stammen aus der Regierungszeit von Hatschepsut. 6 dieser Säulen tragen Widmungen, die besagen, dass sie ihrer göttlichen Mutter Mut gewidmet sind, in der Halle der Trunkenheit. Diese heilige Halle diente als Schauplatz des schönen Festes der Trunkenheit. Der Befehl ihrer Erbauung war eine ausdrückliche Befürwortung dieses ungewöhnlichen religiösen Festes. Die Widmungen aus dem Tempel der Mut und die Wandgemälde aus dem Grab TT49 machen den Hintergrund und die Bedeutung dieses Festes verständlicher. Ein Ereignis für Männer und Frauen aus allen Gesellschaftsschichten. Die Göttin Hathor wurde von einer anderen Frau repräsentiert. Gemeinsam mit dem König der Götter, Amun, beschützte Hathor Ägypten. Die Gäste wollten eins mit den Göttern werden. Dafür mussten sie sich berauschen. Das bewusstseinserweiternde Erlebnis ließ die Gäste glauben, dass sie nicht nur Hathor, sondern auch Amun persönlich begegnet waren. In einem gemeinsamen Gebet baten sie die Götter, ihr Volk und ihr Land vor Unheil zu bewahren. Wie jeder gute Pharao wollte auch Hatschepsut Ägypten beschützen. Die Kenntnis dieser Rituale könnte aus ihrer Zeit als Priesterin stammen. Als Gottesgemahlin des Amun hatte sie bereits an Festen der Trunkenheit teilgenommen. Es ist zwar nicht überliefert, wie viel sie trinken musste, aber Alkoholgenuss gehörte sicherlich zu ihren Aufgaben. Eine Gottesgemahlin hielt mehrere Funktionen inne. Um den Göttern nahe zu kommen, wurde nicht nur getrunken. Es ging auch um andere sinnliche Genüsse. Aufschluss darüber geben die Säulen, die die Halle der Trunkenheit umgeben. Sie sind wie Lotusblumen geformt und symbolisieren Fruchtbarkeit. In betrunkenem Zustand gaben sich die Festgäste dem Liebesspiel hin. Die Anzahl der Männer und Frauen war auf den Festen der Trunkenheit immer gleich. Das sollte mit Sicherheit eine Ermutigung zu sexuellen Handlungen sein. Das Liebesspiel stand in direktem Zusammenhang mit Fruchtbarkeit. Das Fest fand im Sommer statt,
der Jahreszeit, in der der Nil das Land überschwemmte und für fruchtbare Böden sorgte. Für die alten Ägypter war das überlebensnotwendig. Das Wasser garantierte eine gute Ernte und damit ausreichend Nahrung. Die Flut wiederholte sich jedes Jahr. Und mit ihr regenerierte sich das Land. Der sexuelle Aspekt spielte auf diesen Festen natürlich eine Rolle, da es um Fruchtbarkeit ging. Auch die Gottesgemahlin des Amun wurde mit Sex und Fruchtbarkeit in Beziehung gesetzt. Das könnte ihre Anwesenheit auf dem Fest erklären. Meiner Meinung nach steht die Gottesgemahlin in direkter Verbindung zu den Göttern, besonders was Fortpflanzung und Schöpfung angeht. Da gibt es mit Sicherheit einen Zusammenhang. Die Bedeutung der Gottesgemahlin ist auf eine Besonderheit der ägyptischen Gesellschaftsform zurückzuführen. Die Frauen besaßen größere sexuelle Freiheit. Es gibt in ihrer Sprache keinen Begriff für Jungfräulichkeit. Die Heirat wurde durch das Zusammenleben mit einem Partner definiert. Beide konnten sich jederzeit scheiden lassen und neu verheiraten. Ägyptische Schriften zeigen, dass die Frauen in Bezug auf Romantik und Sex ähnlich modern dachten wie Frauen unserer Zeit. Wir haben Liebesgeschichten und Gedichte entdeckt. Die Gedichte sind besonders interessant. Sie klingen sehr modern. Manchmal sind sie ziemlich pikant. Frauen kommen darin auch zu Wort, auch wenn unklar ist, ob sie die Gedichte selbst verfasst haben. Sie klingen wie heutige Teenager. Ein junges Mädchen beeilt sich mit ihrer Frisur und dem Kleid, um ihren Liebhaber zu treffen. Wie himmlisch wäre es, wenn mein größter Herzenswunsch wahr würde. Während dein Arm sanft auf meiner Brust liegt, wünsche ich mir heimlich, in dich hineinzukriechen, meine Liebe. Sei in der Dunkelheit der Nacht mein Herr und Gemahl. Die Frauen im alten Ägypten waren ideenreich, wenn es um Verführung ging. Ein Artefakt im Ulster Museum in Belfast zeigt, wie wichtig den Frauen ihre Schönheit war. Das ist die Mumie der Takabuti. Als Tochter eines Priesters des Amun lebte sie in der Nähe der Gottesgemahlin in Karnak. Sie wohnte in der Nähe der Karnak-Tempel und gehörte damit zur Oberschicht. Das Faszinierendste an ihr ist das Haar. Es ist weich, goldbraun und gelockt. Es war ziemlich ungewöhnlich, dass sie ihre Haare behielt. Die meisten Männer und Frauen rasierten sich aus hygienischen Gründen die Köpfe. Das könnte bedeuten, dass sie großen Wert auf ihr Äußeres gelegt hat. Sie hat ihr Haar wunderschön frisieren lassen. Sogar nach ihrem Tod wurde darauf geachtet. Haare gelten im alten Ägypten als wichtiges erotisches Signal. In Geschichten über Verführerinnen. In einer Szene verführt eine Frau einen Mann. Er sagt: Setz deine Perücke auf und lass uns zusammen ins Bett gehen. Offensichtlich haben ägyptische Frauen sehr auf Schönheit geachtet. Liegt hier der Schlüssel zur Wahrheit über die Gottesgemahlin des Amun? Warum sie so bedeutend für das Überleben Ägyptens war? In den heiligen Karnak-Tempeln befinden sich einige der beeindruckendsten Zeugnisse alter ägyptischer Kunst. An den Wänden und Säulen wurden fast schon pornografisch wirkende Darstellungen eingemeißelt. Sie zeigen den Gott Amun in erigiertem Zustand. Experten haben jahrelang versucht, die Bedeutung der Abbildungen zu entschlüsseln.
Wandreliefs einer kleineren Kapelle liefern wichtige Hinweise. Diese Szene an der Fassade der Osiris-Kapelle zeigt die Gottesgemahlin in Umarmung mit dem Gott Amun. Experten sehen eine Verbindung zwischen den Bildern und Amuns Bedeutung für die Ägypter. Amun steht für die Fruchtbarkeit. In den meisten alten Kulturen war die Fruchtbarkeit weiblich und wurde von einer Muttergottheit verkörpert. Doch bei den Ägyptern wurde diese Rolle einem männlichen Gott zugesprochen. Es ist interessant, dass bei ihnen die wichtigsten Fruchtbarkeitsgottheiten männlich sind. Die Tatsache, dass ein neues Leben in der Frau heranwächst, schien nicht entscheidend zu sein. Wir sagen, dass eine Frau schwanger wird. Bei den alten Ägyptern hat sie ein Kind empfangen. Der Mann hat es ihr quasi eingepflanzt. Dieser Glaube könnte in der Beschaffenheit der ägyptischen Landschaft verwurzelt sein. Beinahe überall auf der Welt ist eine erfolgreiche Ernte von Regenfällen abhängig. Die alten Ägypter waren jedoch auf die jährliche Nilschwemme angewiesen. Sie bedeckte das Land mit Wasser und fruchtbarem Schlamm. Die Ägypter glaubten, dass Amun den Nil dazu veranlasste, über die Ufer zu treten. Die Erde produziert im übertragenen Sinne den Samen, also die Saat und das befruchtende Wasser. Sie befruchtet sich also selbst. Damit der Nil das Land jedes Jahr überschwemmte, musste Amuns Kraft entfesselt werden. Jemand musste ihn stimulieren. Von allen heiligen Pflichten der Gottesgemahlin war dies die wichtigste. Im Tempel des Amun-Re fand ein geheimnisvolles Ritual statt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Gottesgemahlin ein Sistrum, eine Rahmenrassel, schwenkte. Der hypnotische Rhythmus sollte den Gott erregen. Hieroglyphen besagen, dass die Gottesgemahlin in ihrer Funktion als Priesterin Amun zum Höhepunkt führte. Als Hand Gottes nahm sie den weiblichen Part des Fruchtbarkeitsaktes ein. Was passierte, als sich die Gottesgemahlin des Amun seiner Statue näherte, ist nicht bekannt. Das Ritual bleibt ein Geheimnis. Für die alten Ägypter aber war das Ergebnis eindeutig. Das Ritual stellte sicher, dass Amun das Land erneuerte. Der Nil würde über die Ufer treten und die Ernte würde für Nahrung sorgen. Die Menschen dachten, dass die Gottesgemahlin für ihr Überleben und ihren Wohlstand verantwortlich war. Deshalb nahm die Gottesgemahlin eine bedeutende Rolle für die ägyptische Gesellschaft ein. Die Macht der Gottesgemahlin wurde nur vom Pharao selbst übertroffen. Vom Pharao Hatschepsut. Doch ein Ereignis sollte alles verändern. Vor Christus starb Hatschepsut nach einer mehr als 20 Jahre andauernden Herrschaft. Der Pharao, eine ehemalige Gottesgemahlin, die Tempel und ihre Zeremonien förderte, war verschieden. Ihr Nachfolger, Thutmosis III., war der Frau, die ihm den Thron entrissen hatte, nicht wohlgesonnen. Er wollte Hatschepsuts Namen aus der Geschichte streichen und zerstörte ihre Inschriften und Bildnisse. Das Amt der Gottesgemahlin des Amun wurde abgeschafft.
In der Grabkammer einer großen ägyptischen Königin gibt es Hinweise, dass die Gottesgemahlin des Amun 200 Jahre später ihr Amt erneut einnahm. Diese Grabkammer wurde 1255 vor Christus erbaut. Ein Meisterwerk ägyptischer Kunst. Sie gilt als die Sixtinische Kapelle Ägyptens. Die Wandmalereien zeigen ihre Besitzerin in zeremonieller Aufmachung. Ein weißes Kleid mit einer Geierhaube. Das Gewand der Gottesgemahlin des Amun. 200 Jahre nach der Abschaffung ihres Amtes. Nach nur wenigen Generationen wurde ihre bedeutende Funktion wieder ins Leben gerufen. Die Bilder belegen auch, dass sie nicht nur eine Gottesgemahlin war, sondern auch die Ehefrau von Ägyptens größtem Pharao. Es ist die letzte Ruhestätte von Nefertari, Königin des Pharao Ramses II. Nefertari war eine der berühmtesten ägyptischen Königinnen. Die Bilder zeugen von ihrem hohen Ansehen. Die Ägypter liebten und feierten sie als Mutter, Ehefrau, Königin und Priesterin. Das beeindruckendste Symbol ihres Ruhms befindet sich am Westufer des Nassersees in Südägypten. Hier stehen zwei der atemberaubendsten Bauwerke der Welt. Eingebettet in Sandsteinfelsen. Die Tempel von Abu Simbel, errichtet von Ramses II. Im Jahr 1260 vor Christus. Der große Tempel ist 30 Meter hoch und wird von 4 Kolossalstatuen des Pharaos bewacht. Die Statuen sind eine Demonstration männlicher Macht. Doch es gibt auch Zeichen weiblichen Einflusses. Neben dem großen Tempel befindet sich der kleinere Hathor-Tempel. Auch seine Fassade wird von Statuen Ramses II. Gesäumt. Daneben stehen weibliche Statuen, Darstellungen seiner geliebten Königin Nefertari. Ihr war der Tempel gewidmet. Einer von nur zwei Tempeln für ägyptische Königinnen. In den Anfängen seiner Regierungszeit war Nefertari während staatlicher Zeremonien immer an der Seite des Pharaos. Nefertari schien eine wichtige Rolle am Hof Ramses II. Zu spielen. Offensichtlich hat er sie sehr geliebt. Ihr Beitrag zu Ägyptens Geschichte ging weit darüber hinaus. Als Gottesgemahlin des Amun besaß Nefertari Wissen über internationale Politik. Sie spielte eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des ägyptisch-hethitischen Friedensvertrags. Die Reliefs im großen Tempel erzählen von dramatischen Kriegsszenen mit dem ehemaligen Erzfeind, den Hethitern. Die Schlacht von Kadesh im Jahr 1274 vor Christus. Die größte, mit Streitwagen geführte Schlacht der Geschichte. Das 20.000 Mann starke Heer des Pharaos wäre beinahe vernichtet worden.
Ramses II. Gelang der Rückzug nach Ägypten nur mit Mühe. Trotzdem stellte er sich als großer Feldherr und Sieger dar. 1259 vor Christus schloss er den Friedensvertrag mit den Hethitern. Dieser Friedensvertrag gilt als ältester bekannter Friedensschluss und war ein wichtiger diplomatischer Erfolg. Wissenschaftler glauben, dass Nefertari dabei federführend war. Nefertari erhielt einen Brief von der hethitischen Großkönigin Pudukhepa und beantwortete ihn. Diese Briefe können als eine Art diplomatische Korrespondenz betrachtet werden. Der Briefwechsel zwischen den Königinnen zeigt, dass sie sich als ebenbürtig betrachteten. Beide Königinnen hatten eine wichtige politische Funktion inne. Nefertaris Unterstützung bei der Entstehung des Friedensvertrags zeugte von ihrem politischen Talent. Es hatte 200 Jahre gedauert, bis die Gottesgemahlinnen des Amun in ihr Amt zurückkehren konnten. Einige Jahrhunderte später sollten sie einen noch höheren Status erreichen. Sie wurden zu Göttinnen erhoben. Medinet Habu ist ein Teil der alten Nekropole von Theben. Hier steht ein beeindruckendes Bauwerk. Der majestätische Totentempel von Ramses III. Die kleinen Tempel davor sind aber noch faszinierender. Es sind Grabkapellen, Gedenkstätten für einige Gottesgemahlinnen des Amun. Für die Ägyptologin Mariam Ayad sind die Hieroglyphen an den Wänden Beweise für den Status, den diese Priesterinnen erreicht haben. Eine Szene zeigt ein Ritual, bei dem eine Gottesgemahlin drei Göttern 4 Kälber bringt. Das Treiben der 4 Kälber gehörte zu den heiligsten königlichen Ritualen im alten Ägypten. Es war nur Königen vorbehalten. Das heilige Ritual wird von einer Gottesgemahlin des Amun vollzogen. Eine andere Darstellung verweist auf ein noch höheres Amt. Drei Gottheiten stehen in einer Reihe. Die ersten beiden sind der falkenköpfige Gott Horus und die Göttin Isis. Die dritte Figur trägt den Kopfschmuck der Gottesgemahlin des Amun. Die Gottesgemahlin war aus ihrer irdischen Existenz zu einer Gottheit aufgestiegen. Ihre Abbildung neben den Göttern ist ein Zeichen dafür, dass sie ihnen gleichgestellt ist. Nach einer mehr als 1000 Jahre langen Geschichte waren die Gottesgemahlinnen des Amun zu Gottheiten aufgestiegen. Sie waren die wichtigsten Frauen des alten Ägyptens. Die Gottesgemahlinnen des Amun übten ihre Macht nicht im Verborgenen aus. Sie zeigten ihre Unabhängigkeit und sexuelle Freiheit. Ihre Macht und ihr Einfluss erstreckten sich aber auch auf andere gesellschaftliche Bereiche. Diese Frauen waren vielleicht so etwas wie sexuelle Provokateure.
Diese Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit könnte jedoch für ihr gesamtes Leben gegolten haben. Vor dem Gesetz waren Männer und Frauen gleich. Frauen konnten bei Bedarf einen Prozess anstreben. Sie konnten als Klägerin oder Angeklagte vor Gericht erscheinen und sich selbst vertreten. Die Gottesgemahlinnen des Amun haben die ägyptische Geschichte nachhaltig beeinflusst. Sie dienten auch als Wegbereiterinnen für die berühmteste aller ägyptischen Königinnen. Im Jahr 51 vor Christus bestieg Kleopatra die Siebte den ägyptischen Thron. Als Geliebte des römischen Feldherrn Julius Caesar verkörperte sie eine gefährliche Mischung aus Macht und Sex. Nach ihrem Tod übernahmen die Römer die Herrschaft über Ägypten und deklassierten Frauen zu Bürgern zweiter Klasse. Die mächtigen Gottesgemahlinnen des Amun gehörten der Vergangenheit an. In den darauffolgenden Jahrhunderten verblasste ihre Geschichte zusehends, bis Archäologen auf Hinweise über das Leben dieser Frauen stießen. Die Wissenschaft gewährt uns einen Blick auf deren außergewöhnliches, unabhängiges Leben, das sich auf ihrer sexuellen Freiheit gründete. Jahrtausende später finden sich noch Spuren dieser beeindruckenden Frauen in den faszinierenden Kultstätten Ägyptens.